Mein heutiger Spaziergang beginnt bei dieser jungen Dame, die, man soll's nicht glauben, 110 Jahre alt ist. Und sie ziert den Jungbrunnen im Hardigpark. Und damit wissen jetzt gewiefte Wien-Kenner bereits, dass ich im 14. Bezirk unterwegs bin. Ja, diese junge, leicht verrostete Dame deutet gar nicht darauf hin, wem das Denkmal gewidmet ist. Nämlich einem gewissen Herrn Franz Xaver, Freiherrn von Meyer, der den Hardigpark anlegen ließ. Entlang des Wienflusses gibt es den Wienflussweg zum Spazierengehen oder Radfahren oder einfach auch entspannen. Hochherrschaftlich wohnen kann man im 14. Bezirk natürlich auch entlang der Hardigasse. Und natürlich auch den Verkehr genießen. Grüß euch die Madl und servus die Burm. Wer erinnert sich noch an ihn? Heinz Konrads. Seine Gedenktafel am Beginn des Heinz-Konrads-Parkes Ecke Schlossallee, Penzinger Straße. In der Penzinger Straße 7 bis 9 im ehemaligen Palais Cumberland befindet sich heute das Max-Reinhardt-Seminar der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Hey, du mit dem Hammer in der Hand. Hey, du, die Schuhe voll Sand. Nun, dieser Arbeiter bewacht einen Gemeindebau in der Penzinger Straße. Hier stehe ich vor der Rochuskapelle, die zur Pfarre St. Jakob Penzing gehört. Sie ist zwar klein, hat aber innen einiges zu bieten. Dieses wunderschöne Altarbild, wunderschöne Ikonen. Die zur Rochuskapelle gehörige, natürlich größere Pfarrkirche St. Jakob steht in der Cumberlandstraße. Und auch hier machen wir einen Blick ins Innere der Kirche. Die Penzinger Lichtsäule, Ecke Cumberlandstraße, Einbahngasse, ist auch gleichzeitig der Beweis, dass der 14. Bezirk eben Penzing heißt. So sieht der kleine Stadtstreicher in Action aus. Dieser Jüngling mit Gans steht im Gemeindebau Jenulgasse 9 bis 15 und den Fisch hier oben, den hat man uns verschwiegen. Dieses Wandrelief am Haus Lehgasse 1 erinnert an die Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Reichsgraf Andreas Hardig, nachdem die Hardiggasse benannt wurde, besetzte Berlin. Man sollte es nicht glauben. Sein Bildnis an der Hardiggasse 172. Tja, und gerade in Zeiten wie diesen
ist der Text dieses Friedensmahnmals im Golden Park, glaube ich, fast aktueller denn je. Natur heißt diese Serie von Mosaiken am Gemeindebau Hardegasse 268 bis 272. An der Hausmauer Hackinger Straße 51 ist die Regulierung der Wien aus dem Jahr 1897 dargestellt. In Wirklichkeit ist es wohl ein bisschen anders gelaufen als auf dieser Darstellung. Uraltes Kinderlied, hoppa hoppa Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Bockender Esel mit Reiter heißt diese Skulptur und bei irgendeinem der Stürze dürfte der arme Reiter bereits eines Armes verlustig gegangen sein. Zu finden in der Hackinger Straße 32. Preisfrage: Wie heißt dieses Mosaik an der Deutschordenstraße Nummer 7? Na Logo, Vögel natürlich. Nix 3 Mädelhaus, 4 Bubenhaus in der Linzer Straße 357. Und diesem Gebäude wird sogar eine eigene Folge des kleinen Stadtstreichers gewidmet sein. Das Allianzstadion des SK Rapid Wien. Familie oder spielende Kinder? Nun, in jedem Fall, die Adresse ist Müller-Guttenbrunn-Straße 24 in der Nähe des Kingplatzes. Die Abfallverwertungsanlage Flötzersteig sehen wir uns lieber nur aus der Ferne an. So viel gibt sie eigentlich auch nicht her. Grenzkreuz nennt sich dieser Bildstock bei der Linzer Straße 331. Diese Mutter mit Kindern finden wir an der Ecke Molischgasse, Linzer Straße. Na, haben wir hier die Heiligen Drei Könige? Naja, zumindest im übertragenen Sinn. Die Plastik heißt Sterngucker. Und wir finden sie in der Lautensackgasse 22 bis 34. Und gleich gegenüber auf Haus Nummer 39, quasi Brüderchen und Schwesterchen.
Lichtstrahlen nannte der Künstler sein Werk, welches vor dem Gemeindebau Linzerstraße 178 steht. Ein Mosaik mit Sportlern oder spielenden Kindern an Lützowgasse Nummer 6 und eines mit Blumen und Vögeln an der Hausnummer 8. Drei Köpfe überwachen das Haus Flachgasse Nummer 6. Irgendwie erinnern sie mich an die drei Affen. Noch schnell ein Abstecher zu einer der wohl bekanntesten Kirchen Wiens, auch wenn sie im 14. Bezirk steht, die Otto-Wagner-Kirche im Steinhof. Tja, und für heute ist genug mit dem 14. Bezirk, mit diesem Zeiserlwagen, den wir an der Hausenauer Linzerstraße 58 finden, mache ich mich und zurück nach Hause. Und natürlich gibt es eine Fortsetzung.